So, jetzt aber hier sind, kann ich ja sagen. Es gab, also meine ich mal gelesen zu haben, ich habe es selber nie gesehen. Mhm. Man kann irgendwo eine falsche Abbiegung nehmen. Ja. Und man sieht einen von den Vätern, der es nicht geschafft hat. Ah. Und der hat dann, ne, der... Ach so, okay. Okay. Er war halt nicht schlau genug, ein Streichholz zu benutzen. So, das ist auch keine Kritik, vielleicht aber hat, doch. Ja, vielleicht hat er die da nicht liegen gehabt. Ja, doch, stimmt. Ja, gut, aber... Ich weiß nur nicht, wie Physik funktioniert. Achso, ich lohnt doch. Whee! Clown, da! Kommt raus, Clothesline. Boom. Nice. Schmetterling. Und über dieses Glas. Jetzt geht es richtig los, ne? Jetzt geht es richtig los. Na komm, Spiel. Verachte doch nicht. Nix. Ja, Strom. Willst du? Nein, das ist gefährlich. Caution. Wrist of Electric Shock. Hast du Angst oder was? Ja. Nee, mach ich das. Mit mir kann man es ja machen. Ja, genau. Kann ich zurückgehen? Hast du zufällig Spider-Man, Amazing Spider-Man 2 gesehen? Nee. Soll ich mich rüberschwingen oder was? Nein. Oh, was steht da? Kannst du übersetzen? Du hast... Mini-Eier. Oh. Auf der Tür steht Feigling. Ich glaube, das ist der einfache Weg nach draußen. Und keine Buchstaben fürs Rätsel. Wenn man es nicht ausprobiert, ne? Ich bin so weit gekommen. Ja. Ich gebe jetzt nicht auf. Ich muss es zu Ende bringen, wenn ich Sean retten will. Ich schaue mir die einzelnen Kondensatoren lieber genau an. Wenn ich den richtigen Weg nehme, komme ich vielleicht in einem Stück durch. Ist das bei Pokémon und Maker Bob? Ja. Ein Schmetterling. Da vorne ist einer. Ich mag Schmetterlinge. Da sollte ich hin. Ein Feld mit elektrischen Kondensatoren. Da muss ich durch, um zum Schmetterling zu kommen. Epsilon 0, Epsilon R. Was soll ich noch als? Ich muss viel Blut verloren haben. Kann kaum aufstehen. Du stehst ja schon, Junge. Durchhalten. Reiß dich zusammen. Los, Ethan. Jetzt wird's. Oh. Ja, das ist jetzt heikel auch. Also, zu viel Stromschotter. Okay. So, jetzt musst du aber, wo muss ich lang? Ach, ich hab keine Ahnung. Geht das gerade aus oder? Das sieht sehr aus wie bei Pokémon. Was ist denn das hier links oder geradeaus geht, ne? Du meinst geradeaus. Rechts und geradeaus ist kein Brücke. Ja. Rechts auf keinen. Ja, na klar. Gleich noch eine. Ja. Wie viele Finger hast du noch? Ne. Zack, durch, jetzt nach links, ne? Ja, das. Verloren. Ich muss drücken, ich sehe jetzt drei. Oh shit. Oh shit. Bzzzt. Ich muss das nicht drücken. Ja. Wenn du einen Finger brauchst, dann sagst Bescheid, ne? Wenn ins Kreis kommt, kriegst du mal. Ja. Durch? Ja. So, wir, komm. Komm. So, geht schon. Zwei. X. Ja.
Da vorne durch? Ja. Ja. Und zum Schmetterling. So, jetzt kann er sein. Das ist doch keine Speicherkarte. Ist das eine Speicherkarte? Weil das ist so. Das ist eine SD-Karte. Das Ding ist. So, gab es Maxi-SD-Karten mal, oder? Nee, das sind normale SD-Karten. Ach, Quatsch, die sind kleiner. Sean. Sean. So. Rose. Nee, das ist keine Street. Hm? Roosevelt Avenue vielleicht. Bin ich mit 11 abgekürzt? Ja, VE. Ja. Ich brauche nur noch die Nummer. Hammer. Also ich muss sagen, ich habe mich gut geschlagen. Du hast dich sehr gut geschlagen. Du warst halt auch da. Ich war da, ich war dabei und ich habe auch Schmetterling gesehen. Schöner Schmetterling. Sehr schöner Schmetterling. Zwei von fünf waren es, ne? Fünf? Prüfung? Fünf? Waren es fünf Origami-Figuren in unserem Schuhkarton? Das weiß ich nicht mehr. Kennt sich ja toll aus hier. Ja. So, wie heißt die Trophäe? Unter Strom. Ja, wie witzig! Ja, wir waren nirgendwo schon. Ja, Ruffel. Ja. Ja, und? Warte, jetzt darf ich nicht weiterlesen. Nee, das darfst du jetzt nicht weiterlesen. So. Aber ja. Warum denn? Lass mich doch lesen. Ja, und darf ich auch lesen. Oh, darf ich lesen? Ich wollte mit dem Bus kommen. Der hatte aber keine Lust auf mich und nun warte ich auf den nächsten. In 10 Minuten wird er kommen. Na, du Knusperbär. Ja. So, hier, guck mal. Dem Jungen geht's nicht gut. Ach so, ja, warum das schon wieder nicht? Hat's nicht ins Bett geschafft, ne? Und warum, also, hä? Ist sie eingebrochen? Nee, die Tür war offen. Ja, war klar, okay. Glaube ich. Ja, ja. Ach so. Ja, auch nicht gesund aus, ne? Ganz Klamotten. Kriegt man Blut aus Klamotten raus? Gut, geht nee, du musst, also mit Salz, glaube ich, kann man arbeiten. Kochsalz oder was? Ja, ja. Natriumchlorid halt, ne? Ja, Kochsalz, danke. So, was brauchen wir jetzt, Ethan? Alles? Desinfektion. Ethan, hören Sie mich? Verband? Fieber hat er bestimmt. Weiß ich nicht. Wir setzen uns erstmal. Oh. Sie haben sehr hohes Fieber. Ah. Ja. Infektion natürlich. Weil er ungefähr sich gar nicht um sich gekümmert hat. Oh. Blut. Ich muss Ihnen Ihre Sachen ausziehen, um die Wunden zu versorgen. Sie ist. Was? Also, das ist. Menschen sind zu sehr interessanten Dingen fähig, ja. Von hinten sieht er unversehrt aus. So, jetzt muss er. Ist ja auch nicht mit dem Rücken durch die Scherben. Aber seine Rippen sollen noch gebrochen sein. Da könnte wenigstens mal was geschwollen sein oder Bluterguss oder was auch immer. Ja, sieht so ein bisschen eckig aus, immer. Ist ja auch was. Der sieht ganz schön gesund aus. Ihre Arme sehen schlimm aus. Ah, da nicht. Oh, hat sich geritzt? Nein. Ich desinfiziere die Wunden. Das war nicht Lars Schein. Jetzt hat sie den Arm wieder umgedreht, also in Ordnung. Vielleicht wollen sie sich nicht mehr um Emily kümmern. Ja. Cross-Reference. So, wir gehen einfach. Nee, kann man nicht. Oh, das ist. Jetzt weiß ich ja, was drin ist, ne? Egal. Einfach alles nehmen. Trinken Sie das, ja. Essen Sie das. Und den Rest, die Tabletten, tue ich in Ihre Wunde.
klingt gerade nach Scotch Henley. Ich bin kein Arzt, aber ich sehe, was ich für sie tun kann. Das Gestöhne da. So, was mal. Brandsalbe erstmal. Macht das Sinn, eine Verbrennung? Ja. Weiß ich nicht. Haben wir Verbrennung? Ja, ich weiß nicht, vielleicht ein paar Funken ihnen wehgetan. Wie blöd, ich hab Brandsalbe auf die Schnitte getan. Was? Das wollte ich nicht. Ich dachte, wir haben irgendwo... Ja. Ja, komm dann. Finde ich nicht gut. Also ich vertraue dem Spieler auch ein Stück weit. Ja. Dass das macht, was es soll. Ja, so jetzt. Also Brandsalbe, das ist doch bestimmt auch gut. Ich glaube, wir hätten es gebraucht, wenn wir den falschen Weg mal genommen hätten. Ja. Das könnte jetzt ein bisschen wie... Ja. Das ist keine Brandsalbe, Junge. Ich war wirklich bin vorsichtig. Ich, also... Sorry. Es gehen. Wie Gefühl, ne? Ja, was du für Gefühl hast. Also, also ganz ehrlich... Er sieht von hier aus so ein bisschen relativ gesund. Kurz unter der Brust hat er ein Hämatom und auf Höhe der Niere. Aber das sieht, also könnte auch eine Schwiele sein oder so. Ja, müssen wir mal seine Hämatokritwerte checken und gucken, ob wir eine Lumbarpunktion machen müssen. Ja, ja, der Thorax ist betroffen. Ja, ja, ja. Und ja, wenn wir Nandropolol spritzen, könnte ihn das zumindest für den Moment beruhigen. Ja, ja? Das studierst du Medizin, aber. Latissimus, Hectoralis Major. Jede Muskelgruppe wird animalisch geformt. Das war ein Kollege. Er ist bewusstlos. Nein, weil das ist ja ein Muskel, auf den er auch häufig Bezug nimmt. Dass er aufwacht. Ja. Ich fand es gerade passend. Ja, das war auch sehr überraschend. Ich glaube nicht, dass ich den Karton stehen gelassen habe auf dem Tisch. Ich glaube nicht. Nee, das kann sein, aber vielleicht ist es. Also, wir sind nicht beabsichtigt. Vielleicht hat. Ist mit wasserdichte Folie. Oh, das riecht aber auch lecker, ne? So. Herz der Sonne. Jetzt. Sie hat auch kein Leben, ne? Sie kann nicht schlafen, aber sie ist, egal wo, immer da. Nein, sie kann schlafen. In Hotels kann sie schlafen. Ja, aber... Macht sie aber nicht. Ist jetzt bestimmt tagsüber. Nee. Oh, jetzt hat er zugeschwollene Augen. Huh, wer sind Sie? Warum bin ich nackt? Wie geht es Ihnen? Sie haben mich angefasst. Warum liegt hier Stroh rum? Ja. Alarm. Alarm. War ich lange weg? Ungefähr 3 Stunden. Ungefähr 3 Minuten. Das wäre witzig gewesen. Warum spielen Sie denn Samariter? Sie kennen mich nicht. Ja, mal. Diese Antwort sollte dich interessieren jetzt. Ja, das ist tatsächlich. Erinnerung bitte. Sie haben mir ja keine Wahl gelassen. Oder hätte ich sie so liegen lassen sollen? Ja, bitte. Ich hätte mich schon wieder erholt. Gucken Sie mich an, ich bin ein junger Mann von stattlicher Statur. Aber. Sie sagen, Sie sind hier, weil Sie nicht schlafen können? Ach, jetzt würden wir ein probieren, wohl. Wahrheit kommt immer Wahrheit. Ich habe in den letzten Monaten ziemlich viel Scheiße erlebt. Die ist auf einmal disappeared. So am liebsten würde ich das alles schnell vergessen. Was war's? Ich versuche damit zu leben, aber es ist schwer. Gefahr? Sie führen ein gefährliches Leben. Nicht aus freien Stücken. Normaler Business, Junge. Wie läuft Ihr Business? Verzeihung? Haben Sie Probleme mit der Mafia? Geldschulden oder irgend sowas in der Art? Hören Sie, ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe. Aber ich denke, es wäre besser für Sie, nicht zu viele Fragen zu stellen. Wollen wir helfen oder gehen? Helfen. Helfen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Niemand kann das. Sie haben schon viel getan, Madison. Okay. Ich gehe dann. Ja, tschüss. Aber sie hat auch nichts zu sich gesagt, ne? Es ist ja mit ihren
Viel Glück. Ja, geh viel doch. Glück, Asik. Wir sehen uns wieder, das ist doch schön. Es steht da, ach, das ist in Case of Fire. Ja. Steht da auch was? Fire Prevention Rules. Oh. Ich denke, ich hatte gehofft, das ist eine andere Sprache. Das wäre schön gewesen. Wir können auch hingucken. Nee, kann man. Doch, kann man. Nee. Können wir nicht. Nee, kann man alles nicht. So, was ist im Schrank? Warum kann ich im Schrank gucken? Ah, Mügeleist. Ja, machen wir schon Runde 3 oder wie sieht's aus? Ja. Wir wollen eine Runde schlafen, oder? Wir haben keine Zeit. Ja, doch, der muss jetzt weitermachen, ey. Der hat doch genug geschlafen. So, Nummer 3. Welche ist es? Marble Street 9. Sind Sie bereit, ein Opfer zu bringen, um Ihren Sohn zu retten? Oh, du hast eine geile Stimme. Ja. Das kommt von jahrelang Rauchen. Ich war es nicht, ich schwöre, ich war es nicht. Da ist er wieder. Ich mache so etwas nicht, ich bringe Miroslav. Keinen Ohr. Nein, warum sind Sie dann vor der Befragung weggerannt? Wissen Sie doch, ich war nicht bei meinem Bewährungshelfer. Ja, guck. Ich wollte nicht in den Knast. Haben wir's doch. Hab die Cops gesehen und bin weg. Ich hab nicht nachgedacht. Seine Aussage ist geprüft. Er hat ein Alibi für 3 der Morde. Der Drecksack hat perfekt gepasst. Shit. Ach so, ein Käse. Das war von Anfang an, ist der nicht der richtige Typ. Miroslav ist ein Mann der klaren Aktionen und nicht so ein komisches, perfides Spiel. Ein Mann der Kopfbälle. Ja. Okay. Und der famose Miro Klose. Immer gut für ein schnelles Tor. Sie würde Tor. Gern mit dir sprechen. Ja. Mutter von Sean Mars ist da. Ja, wirbelt auf wie Divin Hose. Sowas wie du kommst selten vor, ja. Es war vor ein paar Monaten. Sehr werden du, ne? Ja. Mitten in der Nacht. Danke. Es hat geregnet. Das grenzt fast schon an Wahn, dass wir Oli Wacker an. Nicht im Tor, sondern am Spielfeld dran sahen. Ich fragte, wo er war. Doch, dank dir, Oli. Er sprach von Trinken, Regen. Es ergab alles keinen Sinn. Da war ist der blind, oder? Alter, mit der lässige Haltung an der, am Keyboard. Ja. Als wäre er nicht er selbst. Black Mirror. Cross-Reference. Vielleicht gibt es keine Verbindung, aber am nächsten Tag gab es einen neuen Bericht. Voilà, Samuel Gordon. Von einem Opfer des Origami-Killers. Finden Sie Sean. Ich bitte Sie. Er hätte noch ein bisschen. Er hätte so machen müssen. Ja, was er. Lieutenant Carter Blake und das ist Agent Norman Jaden von der FBI. Ach so. Wir wissen, dass Ethan Mars Ihr Patient ist. Aber was hätten der für eine abgefuckte... Tut mir leid, das ist nicht möglich. Ja, das stimmt leider. Wie war das? Ich unterliege der ärztlichen Schweigepflicht. Ich darf unter keinen Umständen über meinen Patienten sprechen. Ich muss Sean Mars lebend finden. Ich glaube, der rastet gleich und aus. Und mich interessiert diese Schweigepflicht einen Scheiß. Siehste? mit reden. Wenn Sie einen Patienten verdächtigen, sind Sie verpflichtet, es der Polizei zu melden. Tut mir leid. Ich kann nicht helfen. Und jetzt gehen Sie bitte. Sie müssen uns helfen. Zu Ihrer Sicherheit. Oh, jetzt pass auf. Hilfe. Doktor, es geht um das Leben eines Kindes. Ja. Vielleicht können Sie helfen, ihn zu retten. Drohen Sie mir etwa? Ich Was? Gebe Ihnen einen kostenlosen Rat, Doc. Nehmen Sie ihn an. Blake, das reicht. Wir verschwinden hier. Ich werde mich über Ihr Verhalten bei Ihrem Vorgesetzten beschweren. Doktor, Sie gehen mir echt auf die Nerven. Für mich zählt nur, den Jungen zu retten. Und jetzt sind Sie so nett und sagen uns, was Sie wissen. Sonst garantiere ich für nichts. Was machen Sie? Sind Sie verrückt? Lassen Sie mich, Jay. Lassen Sie mich. Der Typ weiß was. Und ich gehe nicht, bevor er es rausrückt. Ich habe dazu kein Recht. Wollen wir ihn lassen oder wollen wir aufhalten? Aufhalten. Ja, kann ich nicht. Ich verschränke die Arme. Was? Oh. Hey, das Ding ist ein Telefonkabel, ne? Alter, wie, also... Das ist ein sehr rabiater junger Mann, ne? Jung ist der oder? Wollen Sie es leicht oder schwer? Es ist Ihre Entscheidung. Schwer wie dein Junge.
So, jetzt. Sie haben kein Recht, ihn zu prügeln. Ich hab gar nicht. Ich hätte ein Kinderleben. Verdammt! Verpissen Sie sich! Keine bösen Wörter und nicht schlagen. Wenn Sie den Mann nicht in Ruhe lassen, ich glaube, ich hätte einfach draufschlagen können. Und Sie sind raus. Was ist denn los mit Ihnen, Norman? Kalte Füße? Wollen Sie denn Sean nicht mehr retten? Ich will Sean Mars retten, genauso wie Sie. Aber ich halte mich ans Gesetz. Hören Sie mit dem Scheiß auf! Jetzt! Sofort! Ich will mich prügeln, Alter. Ich mach den kaputt. Der macht mich aggressiv. Ethan Mars hat psychische Probleme seit dem Tod seines Sohnes. Ist es Graf Dracula? Er fühlt sich verantwortlich. Eine krankhafte Neurose. Bilder ertrinken, da verfolgen ihn. Vor ein paar Wochen, nach einer unserer üblichen Sitzungen, fand ich das auf dem Boden. Oh. Es war aus seiner Tasche gefallen. Oh. Toll. Hast du nicht aufgehalten. Jetzt wissen wir das. Dass er echte Probleme hat. Neun Bonos? Prügelei. Nee, warte. Ethan ist Origami. Stiller Beobachter. Bonus. Ich will sehen Bonus. Nee, Bonus heißt nicht Trophäe. Ah, shit. Glaube ich. Ja, ja, ich komme immer durcheinander. Nee, das steht auch um rechts und alles ganz anders. Ja. Guter Korb. Guter Korb. Was hat denn der gemacht? Ja. Ash, setz den verfügbaren Mann auf Ethan Mars an. Beobachtet sein Haus Tag und Nacht. Gotta catch him all. Gib einen Suchbefehl an alle Behörden raus. Beobachtet die Bahnhöfe, Flughäfen, Busstationen. Muss ich halt ganz ehrlich mal sagen. Ja. Rocco, Missy, Tracy, alle sind dabei. Dass wir es wissen. Ja. Tracy? Ethan Mars ist der Origami-Killer. Ach, aus diesem Schmidt in der Orange-Insel. Ach so, ja. Nee, falsches Thema, falsches Spiel.